Schämen Sie sich denn nicht, dass die Flugblätter hochverräterischen Inhalts in der Universität verbreitet haben? Nein, ich schäme mich nicht. In den Lichthof geworfen, einfach so. Nicht einfach so, sondern um auch noch die letzten Flugblätter... Reden Sie lauter, man kann Sie ja kaum verstehen. Ich wollte auch noch die letzten Flugblätter verbreiten, damit unsere Idee so schnell wie möglich... So. Diesen Dreck hier Idee nennen, das sieht Vollidioten ähnlich, aber nicht deutschen Studenten. Wir kämpfen mit dem Wort. Da schreiben Sie doch tatsächlich. Darum trennt euch von dem nationalsozialistischen Untermenschentum. Schauen Sie sich das selber an, da sehen Sie den Untermenschen. Wo haben Sie eigentlich das Papier für diese Pamphlete her? Gekauft und aus der Universität. So, aus der Universität. Heimtückischer Diebstahl von Volksgut. Papier, gerade Papier, das so knapp ist. Das sieht natürlich Hochverrätern ähnlich. Mein Bruder und ich haben versucht, mit den Flugblättern den Menschen die Augen zu öffnen und das furchtbare Blutbad an anderen Völkern und den Juden früher zu beenden, als es ohnehin von den Alliierten beendet wird. Sollen wir denn auf ewig das vor aller Welt ausgestoßene und gehasste Volk sein? Ach, ein Herrenvolk interessiert das nicht. Ihr Herrenvolk, wenn in Wirklichkeit Frieden und dass die Menschenwürde wieder Achtung findet. Es will Gott, Gewissen, Mitgefühl. Ja, was bilden Sie sich denn ein? Der totale Krieg bringt dem deutschen Volk den Sieg. Und es wird aus diesen Stahlgewittern groß und gereinigt hervorgehen. Was wir gesagt und geschrieben haben, das denken ja so viele. Nur wagen Sie nicht, es auszusprechen. Ach, schweigen Sie endlich. Fragen? Nein. Ende der Beweisaufnahme abführen.